Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Torlagels will einfach nur spielen. Ich bin Torlagels und stehe auf dem Baum. Und schaut mal da, da steht Swissly. Hallo zusammen. Ja, was ist passiert? Wieso stehst du auf dem Baum? Das frage ich mich ja auch gerade. Wieso stehe ich auf dem Baum? Und wo ist alles andere? Ja, wir sind hier in Minecraft, Sky Factory 3, meinem absoluten Lieblingsmodpack. Und der liebe Swissly hat ja gesagt, diejenigen, die ja, die Empyrean-Folgen gesehen haben, haben es mitgekriegt. Er will versuchen, den Server zum Crashen zu bringen, wenn der Bau eskaliert. Also habe ich gesagt, ja komm, schauen wir mal. Also, ja, ein bisschen Holz abbauen, eine Plattform bauen, einen Krug bauen. Ich erkläre mal kurz. Ich habe jetzt zwei Holz abgebaut. Aus den zwei Holz mache ich vier Planken, also vier normal, ne? Vier Planks und daraus erstmal eine Werkbank. Soweit noch so klar? Da komme ich noch mit. Okay, die Werkbank, die set. Ich mache noch ein weiteres Stück Holz, was ich abbaue. Und dann springe ich einmal hoch und setze die Werkbank erstmal genau unter mich. Und dann mache ich 8 Sticks, klicke auf die Werkbank und ordne die Sticks zwei Stück oben und dann zwei Stück nach unten an, so dass da ein Wooden Crook entsteht. Also quasi fällt Haben wir 1, bereits, oder? 2. Ah, ne. Nee, nee, das ist der Wand. Das ist der Builders Wand, den wir haben. Und mit dem Crook fange ich jetzt an, die Blätter um mich herum abzubauen. Kleiner Tipp übrigens, mit der Shift-Taste fällst du nicht runter, wenn du die gedrückt hältst. Wichtig ist, dass du mindestens einen Sapling dabei rausholst. Sobald du den hast, bist du safe. So, dann baue ich nämlich jetzt die Werkbank unter mir wieder ab. Und baue mich jetzt runter bis zu der Erde. Das ist immer so der gefährlichste Teil. Zurechtkomme. Okay, die Krug habe ich auch. Damit kannst du jetzt die Blätter abhauen. Dabei kommt dann Silkworm, Oak Sapling und Äpfel bei rum. Ich mache das mal einzeln, hä? Ja, noch nicht mit dem Auto fahren, weil dann, ja, es wird eh einiges runterfallen. So, dass das. Sapling habe ich. Sehr gut. Dann kannst du das jetzt noch abbauen, was so in deiner unmittelbaren Nähe ist. Und dann baust dich runter bis, ja, quasi, bis das der Erdblock zu sehen ist. Werkbank haben wir auch. Dann noch eins, zwei Holz. So, und jetzt kannst du mit der Shift-Taste gedrückt dich an den Rand stellen
Und die Werkbank wieder platzieren, direkt neben dem Erdblock. Weil Shift-Taste drücken und gedrückt halten, dass du halt nicht runterfällst von der Kante. Das wusste ich, wo ich das erste Mal gespielt habe, nicht. Und ja, frag nicht, wie oft ich da runtergefallen bin. Brauchen wir. Also ich habe Slabs hergestellt, sprich alles Holz zu Planks umgearbeitet und drei Planks unten nebeneinander hin und daraus so viel wie geht an Slabs, um halt die Plattform zu erweitern. Ja, habe ich jetzt auch. Ja, und die Ein paar platzierst du dann Modulare. halt außen rum. Dippen, dippen, dippen. Muss mich jetzt noch an die Steuerung gewöhnen. Batsch, Baum ins Gesicht, sehr gut. Also mit der Hand funktioniert das Excavator-Teil schon mal nicht, hä? Nein, du musst irgendwas in der Hand haben und wenn es nur ein Stück Holz ist. Ah, okay, kein Werkzeug. Nein. Für die Blätter würde ich aber weiter die Crooks benutzen, weil dann kommen wieder garantiert Saplings raus und auch Silkworms und Äpfel. Man muss ja auch irgendwas essen. Silkworms habe ich schon vier. Gut, die braucht man nämlich nachher, um Fäden herzustellen. Weil der Baum, einer der Bäume muss dann infiziert damit werden und dann werden die Blätter weiß und dann kannst du mit der Crook abernten und dann bekommst du die Seile. Sticks gemacht, sehr gut. Nächster Septling. Und jetzt dippen, 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 dippen. Und dann wächst das Ding. Was bei diesem Modpack übrigens auch ist, mit F7. Wenn du mal F7 drückst, dann siehst du, wo schlecht ausgeleuchtet ist. Sprich, wo gelb ist. Und im Moment bei der Plattformgröße ist es ja noch relativ egal. Aber für später wäre das, ja, doch wichtig. Ich kriege schon nicht mehr die ganze Plattform ausgeleuchtet. Und mit F9 einmal, zweimal drücken, da siehst du jeweils die Chunk Borders. Macht es dann später zum Bauen etwas einfacher. So, und ich platziere jetzt schon mal ein paar Silkworms in den Baum und warte jetzt, dass der ganz weiß wird und baue weiter meine Plattform aus. Die nicht reparieren, die Krug. Nein, die zerbricht halt. Wobei, doch. Also wenn sie nicht zerbricht, kannst du zwei Stück ins Crafting-Inventar legen und die sollten sich dann wieder zu einer werden, die etwas besser ist. Aber weil die halt noch relativ günstig ist, verzichte ich drauf. Und ich meine sogar, lass mal gerade gucken. Ja, du kannst eine Compressed Crook herstellen, bestehend aus vier normalen Crooks.
Und die bringt dann Mehr. schneller und mehr. Schneller und mehr meine ich. Ich habe da 3 Jahre nicht mehr gespielt. Ich weiß auch noch gerade nicht alles auswendig. 3 Jahre ist gut, bei mir sind es etwa 7. Hohoho. Ist schon ein paar Tage her, ja. Jetzt. So. Sorry. So. Jetzt einmal abernten. Den Baum auch noch mal. Schön wieder Holz hergestellt und den nächsten Baum. So. Jetzt Also. auch mal am Infizieren. Ja. Ups. So, ich versuche gerade mal den Compressed herzustellen. Nein, dafür müssen die jungfräulich sein. Okay. 3. Also gebrauchte kannst du dafür nicht nehmen. Dann die wieder im Inventar zusammenfügen. Hä? Ja, die müssen ganz neu sein. So, mit einem Schlag und flupp, das Ding ist leer. Alles runtergeholt. Okay. Ich mache mir mal eine Truhe. Da lege ich nämlich die Bücher rein für den Fall, dass ich irgendwann mal abschmiere, dass ich das Zeug hier oben drin habe. So, Compass. Guck, Und guck. ich bin schon weg. Was? Oh nein! Wir haben noch kein Wasser, das wir als Leiter nehmen können und um dein Zeug zu holen. Ja, aber ich war in der Hocke. Okay. Machen wir es so, Team GUI. Machen wir mal ein Team, sonst können wir die Sachen nicht zusammenbauen und dem anderen mithelfen. Also, das heißt, Inventar. Soll ich meins verlassen? Wenn du möchtest, könntest du das tun. Ich meine, wir sind eh beide das blaue Team. C-Team. So. Und jetzt sollte ich das andere annehmen können. Sekunde. So. Ups. Team GUI. Add Swissly. Ally. So, jetzt habe ich dich geaddet. Refresh. Oder nee, Ja, invited. Invited ist richtig. Nicht Alliierter, sondern eingeladen, ne? auf jeden Fall habe ich jetzt anklicken. Ja. Ja, gut. So ist der Baum schon. So, was wollte ich jetzt machen? Ach so, davon noch mal rüberholen.
Also, wie war denn das so? Nee, halt erst. Dann brauchen wir als nächstes ein oder mehrere Siebe. Bis zu 9 Stück gehen. So, dann setze ich die doch mal hier an. Weil am Anfang bin ich ein Freund von flacher Bauweise. So, und schon kann ich da nicht mehr runterfallen. Juhu! Und aus den Strings, wenn du alle 9 mit einem String befüllst, dann kommt ein String Mesh raus. Die stapeln sich halt leider nicht. Du musst halt 4 Stück, wenn du 4 Stück machst, quasi unten in die Taskleiste legen. Und dann jeweils einen Rechtsklick auf das Ding und mit Shift-Rechtsklick holt man sie wieder raus. Weil die kann man später nämlich gegen Flint, gegen Iron und so weiter austauschen. Die haben halt dann verschiedene Grade, was sie rausholen. Je nachdem, was man gerade braucht. Aber dazu später mehr. Ich sehe, ich habe schon wieder nicht genug Holz. 4 Stück brauche ich. Du kannst bis zu 9 Stück machen. Würde ich, am Anfang brauchst du sie noch nicht, aber Holz haben wir ja relativ schnell zusammen für das Sieve und dementsprechend mache ich das gerade mal. Also 7 habe ich. Ich habe den ersten großen Baum. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und immer schön die Sachen aus der Crafting Bench wieder rausholen, weil wenn du so rausgehst, dann gehen die Sachen fliegen. Okay. Auch da mal. Hast du noch ein Setzling? Nicht, hä? Ja. Guck mal in die Truhe, Entschuldigung. Züchte ich mal weiter da drüben. Schon recht gewöhnungsbedürftig. Ja, was kommt? Der Anfang ist halt ja was schwieriger mit den verschiedenen Modpacks. Aber ja, kommt. Ich muss noch mal infizieren das Bäumchen. So, und wir wollen ja auch irgendwann mal hier was produzieren. Und Ja. dafür brauchen wir Erde. Und um Erde herzustellen, brauchen wir, ich meine, sie heißen Wooden Barrels. Ja. Weil in die Barrels. So. In die Barrels kannst du. Wo platziere ich sie am besten? Da. Gerade mal eins zum Testen rein. Ja. Die Barrels kannst du mit Saplings, mit Silkworms, mit Essen oder mit Blättern befüllen. Und dann wird das Ganze kompostiert. Kompostiert? Ja, kompostiert. Und dann erhält man
Richtig schöne Erde. Und die kann man dann sieben. Ja, und was dabei rauskommt, kannst du ja denken. Also das sind Wooden Barrels, ha? Ja. Okay. Deshalb ist mit Lava auch noch ein bisschen gefährlich, weil am Anfang halt ja, brennt schnell. Ist eine heiße Angelegenheit. So, ich claim jetzt auch mal die Chunks bei dir da drüben. Für euch da draußen zur Erklärung, wenn die Chunks geclaimed sind, dann sind die Sachen explosionsproof. Und der Scheiß kann uns nicht mehr um die Ohren fliegen. So, 6 Barrels habe ich jetzt auch. Sehr gut. Wir die hier hin. So. Und man kann halt bis zu 9 Siebe gleichzeitig bedienen. Das ist der Grund, warum ich jetzt hier so einen 9er Block gesetzt habe. Falls sich da draußen wer fragt, was soll das? So. Ganz wichtig, immer eine Handvoll Saplings im Inventar, also in einer Kiste lassen, falls ihr mal runterfallt. Dass das Zeug auch wirklich noch da ist. So. Dann befüllen wir mal. Sind noch zu wenig. Ich komme erst auf 40%. Aber gut, das lasse ich jetzt erstmal so laufen. 70%, das geht ja schnell. So, wenn es regnet, fangen die Dinger auch Wasser ein. Heißt also, ich würde mir noch irgendwo, falls es mal anfängt zu regnen, zwei Stück hinstellen, die dann garantiert Wasser fangen. Nachteil ist, wenn die Dinger hier leer sind und es regnet, dann hast du da das Wasser drin stehen, was du vielleicht nicht immer haben willst. Also Solange man entweder noch überdachen einen Eimer oder hat. genau. Und den Eimer kannst du auch nur benutzen, wenn das Ding randvoll ist. Ansonsten hilft nur abbauen. So, meine Crook ist gebrochen. Ja, meine auch. Die dritte oder vierte. Guck mal bei Shear. Es gibt Wooden Shears. Mit der kann man die Blätter abschneiden. Genau. Die gehen halt schnell kaputt, aber hey, damit kriegst du die Blätter raus und damit geht's deutlich angenehmer. So, wenn ich jetzt die hölzerne Schere mal hier auf den Baum anwende, flupp, flupp. Klatsch, klatsch. So, die befülle ich nämlich mit ein bisschen Material, dass mir, falls es regnet, da kein Wasser reinläuft. Aber ich stelle jetzt noch welche her. Die Maus zickt wieder rum. Ungünstig. So, drei Stück, die stelle ich hier in die Ecke. Da darf es von mir aus reinregnen. Ziehe ich das noch runter.
Da ist einer, da ist einer. Dann siebe ich jetzt zum ersten Mal. So, was haben wir denn hier? Grass Seeds, 29 Stone Pebbles. Daraus kann ich dann immerhin schon 7 Cobblestones machen. Yes. Und dann heißt es wieder dippen, 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 dippen. Kommt schon, wachset meine Bäume. Und die Scheren gehen halt irre schnell kaputt. Aber es lohnt sich. Noch zwei Stück. Da. Als nächstes wäre da mal vernünftiges Werkzeug angesagt, oder? Ja. Nun, was ist vernünftig? Das erkläre ich dir gleich. Mit dem Standard-Minecraft-Werkzeug kannst du hier nämlich nichts machen. Also wenn du eine Axt herstellst, die hat keine Funktion. Die kannst du höchstens für Crafting-Rezepte brauchen, wo es halt für irgendeine Maschine eine Axt braucht. Also Smeltery, oder? Das Geheimnis hier ist Tinkers. Tinker's Construct. Ja, mit der Werkbank und Super, allem, dann was ich bin wieder dazugehört. runter. Warum? Ich war im Baum festgepackt und er hat Nein. statt den Ast hat er das Loch im Boden abgebaut. Ja, wir haben bald Wasser. Ja, dann würde ich auch sagen, mache ich jetzt hier die Erde noch fertig, dass wir auf jeden Fall einen Ofen haben, dass wir hier ein paar Fackeln setzen können. So. So, wieder geflickt. Ich sollte mir angewöhnen, wenn ich abbaue, direkt wieder die Bäume zu setzen, sonst vergesse ich es nämlich. Wooden Shear. Wo ist das Teil? Da brauchst du Saplings, da brauchst du Sticks und Slabs und Planks. Da haben wir doch eine. Genau andersrum. Juhu, und es brennt. Also der Ofen. Juhu, es brennt. Die Plattform. Apropos, Juhu, es brennt. Ich habe gestern was bekommen. Wirst du dann auf der Aufnahme sehen. Nach 5 Jahren und 10-jähriger Zeit insgesamt haben wir. Neue, ja, sieht man's? Feuerwehrhelme bekommen. Ist er. Ja. Hat gedauert, hä? Ja, vor allem Rosenbauer, die sind halt gut, aber den ich jetzt die ganzen 5 Jahre hatte, die sind halt auch schwer wie sonst noch was. Ja, und die alten durften wir behalten. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die mitnehmen. Und ich dachte so, ja, meine Vitrine hat noch Platz. So.
Sorgen wir erstmal auf den Ecken für Licht. Ah, clever. Wieso ist das Headbobbing eigentlich eingeschaltet? Da wird einem ja schlecht. Und wieso habe ich immer noch das Flashing? Egal. Video Settings, Bobbing, Done, Done, Back to Game. Damit ist die halbe Stunde auch schon rum. Die erste Folge von Sky Factory 3 mit Swizzly erledigt. Ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr noch nicht habt, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Thor Lagels und Swisti. Bye bye, macht's gut.